Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir sind ein bisschen zurückgefallen dadurch, dass wir das letzte Mal durch das Beenden des Spiels natürlich nicht genau den Standpunkt hatten, wo wir waren. Unsere Mission ist immer noch, diesen Typen hier, den Gary Rabbit Sticks, hier aus dem Gebiet zu eskortieren. Na los, geh weg. Go quickly. I don't wanna die, man. Move it. Okay. Now go. Ich glaube, die Kamera ist. Nee, die ist beschissen. Ich hoffe mal, der rennt jetzt nicht direkt an ihm vorbei. Das war aber knapp. Move. Yeah. Moving. Okay, now. Okay. Go, go. Das ging ja gerade noch gut. Look, Iraq is sending bed bug to the bricks to take him out, Joe. Look, it's a fucking death sentence. Look, you have some of his toughest dudes on there, I'm telling you. Rex put a kill order on Bedbug? Yeah, man. If he can't prove himself, he's fucking dead. You saw Bug, man. Come on, man. He ain't got no fucking chance. I was trying to warn his stupid ass. Where is this place? Sienna Brick Factory. The Bricks. Now you do what you said. You take that 500 and you get out of town. Talk to nobody. Look, that's nothing. I got you. This is bad. If Bedbug's killed, I lose my way into Rossi Fremont. Hey, das ist ein Autolieferant. Aber fällt mir wieder ein, wir können ja jetzt auch per Handy ein Motorrad rufen, aber das geht ja wieder mehr Mission nicht. Also erstmal abhauen. Die Grafikprobleme, die ich übrigens am Anfang hatte, sind inzwischen alle behoben. Das lag leider in einer teilweise defekten GTX 780 Ti. Inzwischen ist sie wieder voll funktionsfähig, deswegen läuft doch alles hier. Aber das Fahrsystem ist noch nicht so richtig. Noch nicht so richtig super. Dabei fällt mir ein, die Musik machen wir lieber aus. Wo jetzt der Unterschied zwischen Musik und Songlautstärke ist, weiß ich nicht. Ah, ich muss sie wieder annehmen. Das ist ja nervig. Denn ansonsten gibt es hier Probleme mit der GEMA. Das wollen wir nicht.
So. Good timing. Your sweetheart Maurice was just moaning at me. Says you got it all wrong. He's a patsy. You was set up. Wine, wine, wah, wah, wah. Hey, you mind if I drill a couple of rounds into his kneecaps? Yeah, I mind. You're so predictable. See if I do you a favor again. Actually, you need a favor. I'm setting up an ambush. I need you to bring me some explosives. Can you do that? I can do anything. Do I want to do it is the question. Yes. Oh, wait. Oh, wait. Yes. You know what? This is great. Yeah, let me round up the boys and I'll meet you there. What do you need? So, genug Geld haben wir nicht, also wenn wir den Laden ausrauben. Ich glaube, der kann das nicht mehr wiederholen. 911, please state the nature of your emergency. Send police! Someone is shooting! Your chariot awaits. This is squad. We got a green light on CTOS search. Scanning for suspect now. Aber da komme ich nicht mehr raus. Na gut, da gibt es meine Fluchtfahrt, so rum. Da bin ich ja wenigstens in die richtige Richtung gefahren. Und der fährt einfach weiter. Ja, diesmal ist er nicht der Eismann. I told you, he's bringing the boys. Ah, Jesus. I thought you meant the explosives. Then I would have said I was bringing the girls. But I brought that too. No, I need some help. I was hoping you could involve these guys in a gangland shooting of some sort. I got a few loose ends I need to tie up, and you know, you do owe me those favors. I don't owe you anything. Give me the explosive, something I can carry. Fine. These two nutsacks are some unfinished business from a Gabonese job. You should have seen the way that they tried to take me out. I am driving this beast of a muscle car right out of the 70s. You know when an automobile accident was still called a fucking car crash? Let's go. Yeah, so these geniuses here think they're gonna ram me off the road with some plastic eco-friendly shit bug. It just makes this weird ping. Bounces off into a park van. Here, hold that. Great. Thanks.
This is what I have for you. It's a sticky bomb. See? It sticks. Cool, huh? Mm. So these two idiots are sitting in their car moaning and whining. They're all fucked up. I don't know whether to laugh at them or scream at them. Finally, I just pulled out my 45 and slammed a couple of rounds into their fat faces. So that's what I have. You deal with all this for me? No way. We could just do that. Do that. Yeah, it's like a practice round. What do you think, fellas? Practice round? Jordy, I don't need a practice round. No, just let me get a little clearer. Jordy! Fuck. Ich glaube, das sollten wir etwas weiter weg. Not yet. Just trying to figure out where these guys meet so I can have some surprises waiting for them. Ooh, booby traps, fun. Okay, also ich habe nur eine bestimmte Anzahl von. They must do the deals right here. Ah, okay, ich soll an diesen drei Orten. Ups. Na komm, das ist ja wohl getroffen. Und? Und da. Schöner legen. Still have time. Ist auch ganz unauffällig. So, jetzt müssen wir noch einen Aussichtspunkt finden. Und dann nehme ich den hier. Someone's regular parking spot. So, kann losgehen. Ich komme zwar nur an zwei der Bomben ran, aber das macht ja nichts. Über die Kamera sollte ich da ja überall rankommen.